So, hallo, willkommen zurück. Ich bin wieder der Schmerry Nader. Das hier ist der Klux. Und wir begeben uns jetzt hier in Season After Fall wahrscheinlich dem Ende entgegen. Wir wollten jetzt das letzte Ritual auslösen. Und ja, mal schauen, ob dann die Welt untergeht oder ob wir sie retten oder man weiß es nicht. Wer jetzt hier der Gute und wer der Böse ist, weiß ich jetzt auch nicht. Die Knospe war ja vorher immer so, ein bisschen sus, um es mal so auszudrücken. Aber die hat dann ja auch irgendwie ihre Art jetzt geändert und ihr tut ja auch irgendwie alles leid und so und, ach, falsch gelaufen. Ihr tut ja auch irgendwie alles leid jetzt und so. Und jetzt ist tatsächlich eher der Bär gerade so ein bisschen creepy geworden, der mit uns die ganze Zeit gesprochen hat. Hat gemeint, so hier, bla bla. Ist schon sehr seltsam, dass die Knospe nicht dran teilnimmt und so. Und die Knospe hat ja auch gemeint, die wollen alles zerstören oder die wissen auch nicht so genau, was jetzt hier abgeht. Und die Knospe hofft, wir wissen, was hier abgeht. Und da muss ich sie natürlich knallhart enttäuschen. Wir haben gar keine Ahnung. Wir rennen hier nur rum und schreien irgendwelche Sachen an. Ich meine, ist auch nicht schlecht, aber so wirklich was mit Durchblick hat das nicht zu tun. Aber mal schauen. Wir werden das schon ja herausfinden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das finden wir dann halt leider erst raus, wenn es soweit ist. Aber wir werden es herausfinden. So, es hat sich hier jetzt nämlich ein Weg aufgetan, tatsächlich, wo wir das letzte Mal auch schon hingerannt sind. Und zwar da hinten bei den Bäumen. So, ihr folgt mir. Oh Gott, ihr folgt mir nicht mehr. Ich bin total traumatisiert von diesen komischen Glühwürmchen. Das Rätsel hat mir echt einen Rest gegeben, das letzte Mal. Ja, genau, hier. Da sind jetzt anscheinend krasse Schwebebäume. Warum auch immer. Weil der Zauberbär gesagt hat, die müssen da raus. Okay, hier sind anscheinend ein paar mehr Schwebebäumchen. Hier drüben können wir nicht rüber. Okay, dann müssen wir jetzt hier wohl irgendwie hoch. Okay, was passiert, wenn ich hier jetzt Frühling anmache auf dem Baum? Achso, dann schrei ich es an. Natürlich. Wie hätte es auch anders sein können? Natürlich muss das alles angeschrien werden. So, dann machen wir hier Winter. Einmal Schrei. Ja, wo geht's denn hin? Ich nehme an, die anderen Jahreszeiten werden jetzt auch noch kommen, ne? Dann haben wir den Herbst. Einmal den Herbst anschreien. Und dann fehlt nur noch der Sommer, oder? Hallo? Oh Gott. Wir sehen uns dann oben wieder. Kann ich jetzt hier rüber? Yes. Okay. Wir haben es geschafft. Erfolgreich rübergesprungen. So. Oh, muss ich das jetzt die ganze Zeit hier machen? Immer schön. Bäume ausrupfen, weiterfliegen, nächsten Baum anschreien. Wie man das halt so macht, ne? Hallo? Ey, so langsam. Ne? Okay. Also, brauchen wir Wasser? Wir brauchen doch hier Schnee, oder? Brauchen hier Schnee. Bleibst du jetzt so? Kannst du einfach jetzt Schnee ballern? Warum muss ich den jetzt wirklich noch leer machen? Moment. Hä? Was ist denn jetzt los?
verhalten. Was? Was passiert hier? So, muss ich dich jetzt erst leer machen, oder was? So. Yes. Dann Schnee. Nee, 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 ich will Schnee haben. Ich will Schnee haben. Also gerade stellt sich das Spiel ein bisschen an. Schnee. Ist das jetzt euer Ernst? Ich bekomme da jetzt keinen Schnee rein, weil ich irgendwie zu doof bin oder was? Warte kurz. Warum kann ich denn jetzt... Hä? Danke. So, kann ich jetzt hier Eis machen? Bitte? Ist das jetzt Eis? Also Schnee? Schnee? Yes, es ist Schnee. Sehr gut. Ah, hat das jetzt irgendwas gebracht? Weiß ich nicht. Kommen wir hier nochmal drauf? Weiß ich auch nicht. Jetzt. Jawohl. So, jetzt einmal hier rüberfliegen. Und rüberspringen. So. Kommen wir jetzt von dem Ding darüber? Oder was hat das uns gebracht? Nee. Hä? Okay, wir laufen einfach mal weiter. Auf gut Glück. Ah ja, hier mein Kollegen. Nee, 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 nee. Du sollst in die andere Richtung. Und dann sollst du mir hier mal die Brücke kaputt machen. So, und dann schieben wir dich nämlich darüber. Husten dich mit dem Vent im Boden, was ich schon gesehen habe tatsächlich. Nicht so wie das letzte Mal. Lassen wir dich da jetzt hochfliegen gleich. Hier nämlich. Nee, andere Richtung. Andere Richtung. So, Herbst. Genau. So. Müssen wir dann nur einmal rüber, ganz geschwind, den einstöpseln und dann Wasser draufballern. Theoretisch kann ich ja auch schon den hier machen, wenn er denn voll geht. So, dich da einmal rein, klabustern, jawohl, einmal Wasser frei und dann können wir da wieder rüber. Ja, oder auch nicht, weil wir nicht rechtzeitig das Bötchen kriegen. Und mit Bötchen meine ich den fliegenden Baum. So, einmal auf unseren fliegenden Baum. Und dann können wir von dem anderen Baum auf den anderen Baum springen und können ihn wieder anschreien wahrscheinlich. Einmal kurz warten, bis er sich ein bisschen gesenkt hat. Hüpf. Jawohl. Und Baum anschreien. Siehste. Aber doch gar nicht so schlimm jetzt. Da, geht's weiter. Yes. Okay, let's go. Bin ja mal gespannt, was das letzte Artefakt sein soll, beziehungsweise was jetzt das letzte Rätsel noch ist und so. Da bin ich ja echt noch gespannt, weil so richtig weiß ich jetzt nicht so, was hier abgeht. Kann ich da, da musste ich glaube ich rüber, da war irgendwas. Ja, Moment, bevor ich dahin gehe, da drüben war irgendwas. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich habe es doch gesehen. Ja, siehst du hier. So ein Ding wieder.
Das sind, glaube ich, Erinnerungen von der Knospe, kann das sein? So wie das da so hängt und aussieht und so. Davon haben wir ja schon mal eine gefunden. Hey, are you listening to me? Yes, ich höre dir zu. If you sleep too much, one day you'll lose yourself in your dreams and never wake up again. You look troubled. Is something worrying you? It's just that I saw a spirit wandering around the sanctuary. Ein Spirit? So, are you afraid of spirits now? No, it's not that, but what if one of them turned into a seed? Ja, so wie ich zum Beispiel. Oder Should nicht. I let it take Oder my place? Werde ich zum... Should I go back under the stone? I think you're thinking too much. Oh, don't make fun of me. Just explain. Excuse me, but I've already explained several times over. Aha. You forgotten? Only one seed can exist at a time. And once the seed has been chosen, there's no going back. Aha. Are you really, really, really sure? Yes, because I'm telling you. Well, you're just saying that to reassure me. Are my questions annoying you a bit? Also ich fasse es gleich zusammen, was ich mal, was meine Gedanken sind, aber ich will jetzt hier nicht so viel reinlabern. If you don't trust yourself, how can you trust others? Promise me you'll try. Okay, I promise. Okay. Also er hat ja gesagt, es gibt nur eine Knospe jeweils. Und sie hat ja gesagt, ob sie dann wieder unter den Stein muss. Und ich nehme an, sie wollte uns diese Sachen nicht geben, damit wir nicht zur Knospe werden können am Schluss. Weil dieses vier Jahreszeiten-Bums hier Ritual-Ding ist wahrscheinlich, um uns zur Knospe zu machen. Und dadurch wird sie dann wieder unter den Stein verbannt, also... Was auch immer das bedeutet, ob sie dann sterben geht oder was weiß ich, das weiß ich nicht, aber ne, unter den Stein, da hatte sie jetzt nicht so Bock drauf. Und wahrscheinlich, ja, wollen die uns zu neuem Knospe machen und die ablösen. Und das will sie ja logischerweise halt nicht. Die Knospe braucht man wahrscheinlich, damit immer ein neues Leben entsteht oder so. Und dadurch sind wieder beide Seiten nicht böse. Das ist einfach ein Dilemma. Komme ich da nicht durch? Oh, bin ich zu weit rüber? Oh nee. Wo? Wo genau waren diese Blumen? Oh oh. Waren die hier? Ich will jetzt hier nicht runterdroppen und dann... Nein, hier waren zwar Blumen, aber das sind nicht die. Oh nein! Okay, kurzer Cut. Hier ist es auf jeden Fall nicht. So viel steht fest. Ist das hier? Hallo? Da ist es. Ist gefunden. Oha. Ab in die Wolken. Jetzt sind wir im Laubberg angekommen. Wo ist das? War ich hier schon? Ist das hier oben im Dings oder was? Ah ne, hier können wir wieder die Knatterkisten zusammenbauen. Jetzt geht's wieder los. Ja, das müsste das letzte Laserschwert sein. Oh, da fehlt auch nur noch einer. Der war schon prä zusammengebaut. So ein Stück zumindest. So, schauen wir mal, was das hier wird. Okay, ein Beamapparat da hoch. Ah, ne, zu mir wieder hoch.
Anscheinend. Hier ist die Knatterkiste. Das müsste aber doch der letzte sein. Also es sah so aus, als würde nur einer fehlen. Ich geh da mal hin und schrei das Teil mal an. Nach guter alter Klux-Manier. Ja, das war's tatsächlich schon. Laserschwert, entzünde! Jawohl. Und jetzt? Jetzt müsste eigentlich das Ritual losgehen, oder? Jetzt haben wir doch alle Finger ausgelöst. Ja, da ist die dicke Fliege. The four guardians have gathered in the sanctuary. Everything is ready for the ritual. For the ritual. Come and join us, Fox. You must see this with your own eyes. Ja, bin dabei, ich komme. Falsche Richtung. Ich habe gedacht, ich könnte hier so cool runterspringen und Zeit sparen, aber nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, wir sehen uns dann, wenn ich wieder da bin oder wenn irgendwas Spannendes passiert. Bis gleich. So. Und da sind wir auch schon direkt wieder im Heiligtum angekommen. Wunderbar. Jetzt müssten wir es doch hier aber jetzt dann haben, ne? Ach nee. Falsch gelaufen. Hardcore, Parkour. Ich bin schon so aufgeregt. Prediction, ich werde zu Knospe, die andere Knospe wird irgendwie unter den Stein verbannt und dann beginnt das Ganze wieder von vorne, quasi. Ach, der arme Klugs. Ich hoffe, der überlebt. Also, wird wiederbelebt. Hey, Fox. Thank you again for everything you've done. Ja klar, kein Ding, du. Also, weiß ich noch nicht, aber... Crane? Eel. Fly. Oh ne, Zikade. Achso, das war eine Dingens. Zikade. Die ganze Zeit gedacht, das ist eine Fliege. May the ritual commence. So, jetzt wird die Knospe gebrochen, oder was? Soll das eine Knospe sein? Das sieht eher aus wie so ein Kokon. Vielleicht guckt er jetzt ein wunderschöner Schmetterling raus. Und? Okay. Kokuna hat sich evolutioniert zu komischem Feenstaub. Okay. Eine Rocket. Eine Rakete gebaut. Entschuldigung. What be happening? Und da wächst jetzt ein Baum oder was? Nee. Doch. Nee. Stein. What would have happened to the cycle of the seasons if not for you, Fox? Don't worry. The seed hasn't disappeared. Also, das war's. In this world, nothing ever starts and nothing ever ends. Aha. If you know where to look, if you know how to listen, you'll always be able to hear her voice. Can we do something for you in return? Ja, bitte den Klux wiederbeleben. I understand. But it's impossible. Wie, ist nicht möglich? As much as we would wish to reward you, dear Fox, we cannot break what has already been broken.
der Klugste. Don't cry for your fox. We'll make sure we honor him. Durch? Toll. Jetzt ist er einfach tot. Tja, schade. Gut, wir gucken kurz mal, ob es nach den Credits irgendwas gibt. Ja, wir sehen uns nach den Credits. Oh, hier, da ist noch was. Ich hab... Your dreams could come true. You must have some dreams. Ja. Okay. Ja, also anscheinend hätte man da noch irgendwie diese anderen zwei Traumsequenz-Dinger finden können und da wäre noch irgendwas passiert. Ich mache mich schlau, ob es sich noch lohnt, das nachzuholen. Ansonsten war das jetzt die letzte Folge von Season After Fall. Ja. Sagen wir mal so, ich gehe mit gemischten Gefühlen aus diesem Spiel. Es war schön anzusehen tatsächlich, aber es war sehr eintönig zu spielen. Die Jump Mechanic war so ein bisschen, ja, ne? Man hat gesehen, ab und zu habe ich mal ein bisschen gestruggelt hier und so. Ja, und über das Zikadenrätsel-Glühwürmchen-Ding, da müssen wir ja nicht reden. Aber so alles in allem war es eine ganz süße Story und so, kann man mal machen. Ja. Um eine Gaming-Erfahrung reicher geworden, sagen wir es mal so. Und ja, ich freue mich, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt, dass ihr euch das alle angeschaut habt. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Könnt ihr mal ein paar Comments da lassen, wie es euch so gefallen hat generell. Ja, und ich bin damit raus. Und da wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Was auch immer ihr habt. Hauptsache ihr habt Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschaußen.